Geständnisse von TV-Legende Detlef Steves, 55, deshalb hat es nicht geklappt, eigene Kinder zu haben. Up in the Beat Star Detlef Steves, 55, und seine Frau Nicole sind seit mehr als 30 Jahren glücklich verheiratet. Das TV-Paar hat keine Kinder. Der Grund ist überraschend. 2006 wurde der 55-Jährige durch Zufall als TV-Star entdeckt. In der Gartensoap von Vox fesselte Defi die Zuschauer mit einem Schuss Galle. Diese Show diente als Sprungbrett für viele andere Formate. Auch privat hat er mit seiner Partnerin Nicole den Volltreffer gelandet. Anlässlich eines Hochzeitstages in den sozialen Netzwerken öffentlich verknallt zu sein, gehört längst zum Ritual der Hot-or-Scrap-Tester. Aber es war nie eine Option, eigenen Nachwuchs zu haben. Wir sind sehr froh darüber, dass wir keine Kinder haben, verriet Detlef vor einiger Zeit in einem Interview. Und sein Bruder fügte bedeutungsvoll hinzu, die Leute sagen immer, dass die innere Uhr tickt, aber das ist mir noch nie passiert. Ihre beiden Kinder lieben alles über alles, doch ein eigener Nutzgarten ist für zwei Hobbygärtner aus Moers, Nordrhein-Westfalen, natürlich keine Option mehr. Dafür sei es einfach zu spät, erklärt Detlef. Hot or Scrap Star konnte nicht glauben, dass sie die Verantwortung für das Kind übernehmen konnte. Auch der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer gibt freimütig zu, dass er sich immer noch wie ein Kind fühlt. Der Gedanke, die Leitung von Mini Defi zu übernehmen, lastete schon immer schwer auf ihm. Ich hatte noch nie in meinem Leben den Mut, so etwas zu tun. Ich hatte immer Angst, beharrt der Reality-TV-Star. Doch völlig isoliert sind Detlef und Nicole zu Hause nicht. Der Hunde-Opa Kai-Uwe. Und die Hunde-Diva bereichern den Alltag in Nordrhein-Westfalen ungemein und fungieren tatsächlich als Ersatz für das Baby. Kürzlich sorgte auch ein leidenschaftlicher Glatzkopf wegen seiner eklatanten Körperveränderung für Kontroversen. Der 55-Jährige kämpft seit 2017 gegen Pound. Stolz verkündete er letztes Jahr seine Ergebnisse online. Einst prahlte er mit einem Doppelkinn und großem Reichtum, doch heute ist nichts mehr von ihm übrig. Auf den Vorher-Nachher-Fotos lächelt er glücklich in die Kamera und sieht sichtbar schlanker und kerngesunder aus.